Yo Leute und herzlich willkommen zum großen Weihnachtsblättern. Die große Weihnachtsbescherung schon am 5.12., nicht am 24. Da mein Weihnachten sowieso nicht sehr groß ausfällt durch ein neues Auto, wird das jetzt hier auf das Spiel übertragen. Ja, wir alle haben lange darauf gewartet. Es soll endlich passieren. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Jetzt schon mal zum Voraus, es wird ein Zweiteiler werden. Wir fangen im Zauberladen an und enden im Waffenladen. Und, aber bevor wir überhaupt anfangen, geht es nämlich mit dem Spülen voran, weil wir wollen mit Aura 16 hier ins Epic Event starten. Und wir wählen ein Item, was am schlechtesten die Werte hat. Und das ist hier diese Räuberkutte. Kutte des Mörders. Und ja, das wird jetzt hier reingeschmissen und wird dann eine Stärkekutte, die hoffentlich auch unser Turmbegleiter dann tragen kann. 361, aber mit Stärkestein, also ist das eher irrelevant. Und ja, wir wollen spülen. Was sagt ihr, was ich bekomme? Ich weiß nicht, ob Aura 16 schon die Aura ist, wo man immer ein Epic bekommt. Ich möchte auch nicht, dass jemand rät, sondern... Vielleicht ist das jetzt schon der Punkt, wo ein Epic kommt. Es wird dieses Epic Event einen Epic Counter geben, wie viele Epics wir bekommen. Und ja, wir wollen mal schauen. Und es ist kein Epic, es ist ein Helm mit 3 Millionen Gold. Auch ganz okay. Kann man leider nicht in die Hexe schmeißen. Und dann kann man eigentlich loslegen. Aber noch nicht ganz. Nochmal die kleinen Regeln, die es hier gilt. Es wird ein Epic Counter geben. Ich werde jetzt erstmal alle meine Kleidung ausziehen. Wie diese Waffe. Und diesen Helm. Und der Rest geht in meinen Turm. Ich werde mich komplett der Sache entledigen, damit auch Leute mich angreifen können aus meiner Gilde, wenn sie ein bisschen Rang schnorren möchten. Denn die Ränge werde ich, wenn ich jetzt endlich wieder neu eingekleidet bin, wieder reinholen. So. Die Epics werden dann später gegen andere Epics ausgetauscht, damit... die Kunigunde hier was reißen kann. Das ist der Hals hier. So. Und so. Dann haben wir hier 386, 370. Das hier ist ein 382er Hals. 326er, alle Attribute kann dann weg. So, ich bin komplett nackt. Und wir wollen natürlich im Zauberladen blättern. Es wird auch Tränke geblättert. Alles drum und dran. Das hier wird zugeblättert und ihr hört im Hintergrund natürlich schön weihnachtliche Musik. Los geht's. Die Tränke ignoriere ich. Ich werde mal ab und zu ein paar Tränke rauskaufen. Und wir fangen direkt an mit Ring aus Feuer. And it burns, burns, burns. Das erste Epic sofort angezogen. Vielleicht geht's ja im Zauberladen heute schnell. Wie lange geht mein Lebenstrank? Der muss auch erstmal erweitert werden. Also kann man den auch erstmal mitnehmen. Das stellt mich immer, dass jetzt das Inventar aufgeht. Weil ich muss mal gucken, wo ich den Epic-Counter dann platziere. Meine Tränke sind zwar nicht so wichtig, wenn ich die nicht konsequent erneuere. Weil die laufen noch lang genug. Trotzdem... sollte man das beim Epic Event, immer mein Tipp, wenn ich euch Epic Events Videos zeige, dass man doch seine Tränke vor allen Dingen am Epic Event erneuern sollte, damit man auf jeden Fall, ja, seine Tränke hat, sag ich mal so, ne? Und es ist immer ärgerlich, wenn man dann ohne XXL-Tränke rumläuft. Ich kaufe mal hier den kleinen raus. Leider nicht so viele Edelsteine, ich habe sehr viele Müll-Edelsteine, natürlich konnte ich die in meine Begleiter einsetzen. Allerdings leider viel zu viel Stärke und viel zu wenig Geschick und Ausdauer. Glück ist ein Wert, den ich nicht brauche auf diesem Account. Das ist einfach so, weil die Epics sind jetzt stark genug und da muss ich mir keine Sorgen drum machen. Und ja... Ah, nein, ich habe ein Epic über... Och, Mann. Warum kam denn da kein Wow? Oder so eine Sperre? Das war sogar ein Schmuckstück. Ah, fuck. Ja, wenn man natürlich Epics überblättert, dann, und ich werde dafür wieder bestraft. Wer sich an das letzte Epic-Event von Server 36 erinnert, weiß, dass ich schon mal ein Epic überblättert habe. Genau in dem Slot, in dem,
es mir dann nie wieder gekommen ist. 31.12. hält also jetzt schon lang genug. Dann hier für nächsten Monat. Ausdauertränke. Man könnte ja mal einen Trank-Counter machen, aber ich glaube, das interessiert eh kein Schwein. So. Leider, ich hätte versuchen können, vielleicht Level 300 zu werden. Alle Attribute nehme ich trotzdem mit für die Toilette. Wir nehmen auch Toiletten-Epics mit und solche Tränke natürlich auch. Und noch einen Trank davon natürlich auch gerne. Ich hätte versuchen können, Level 285 zu werden, aber ich war da sehr misstrauisch und ich wollte dann nicht bis morgen warten. Ich freue mich so sehr auf das Epic Event, dass ich da jetzt nicht wirklich warten möchte. Und es wäre auch eng geworden mit 285 morgen. Und so kann man dann einfach einen Dungeon legen, hoffentlich. Und Sack voller Präsente, dann nehmen wir den auch mal mit hier für das WC, den Geschicktrank, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Der wird mich jetzt nicht umbringen, wenn ich den nicht mitnehme. Tränke laufen jetzt, also zumindest der Lebenstrank läuft wieder lang genug, dann nehmen wir nur noch den für Gold mit. Und dann hoffen wir, dass wir hier schnell aus dem Laden kommen, beziehungsweise was heißt schnell? Ja, den nehmen wir mit hier, das ist sehr gut, dann läuft der auch bis Februar zusammen mit dem Greifen, wo ich mir dann auch eigentlich geplant habe, wieder Pilze zu kaufen. Jetzt könnte man natürlich, ich habe ja sehr viel Gold angespart, könnte man natürlich sagen, nimm doch mal hier die ganzen Tränke mit, dann hast du vielleicht eine Chance auf ein weiteres Epic. Aber ja, ich würde mir jetzt ungern bei jedem da was rauskaufen, hier zum Beispiel, das ist doof. Ja, und schon werde ich bestraft dafür, dass ich das Epic nicht gekauft habe. Das war ja natürlich ein Schmuckstück. Muss jetzt natürlich kein 3-Attributs-Epic gewesen sein, aber wäre ganz cool gewesen. Sehr viele Tränke hier drin. Hier würde ich doch mal was rauskaufen, vielleicht hier die kleinen Tränke, weil da könnte sich doch darunter mal ein Epic verstecken. Sehr gerne mal. Wow, ein Glücks-Epic. Nehme ich das mit fürs WC? Ja, nehme ich mal mit. Es ist auch wieder ein Rudolf-Näschen und jetzt ganz viele Tränkceptions. Sehr schön, sehr, sehr schön. Und ein Lebenstrank für nur Gold. Das sind die Dinger, die uns sehr freuen hier auf Teamy Hendrix. Und da muss man sich dann auch nicht Sorgen machen. So, es wäre mal wieder ein nützliches Epic ganz gut. Ich möchte mich ja nicht nur hier mit Glücks-Epics und aller Attributs-Epic brüsten. Und wir müssen auch noch in den Waffen laden. So 400, 500 Pilze übrig wäre schon gut. 300 sollten übrig bleiben. Oder 200, das geht ja ganz klar. Mit dem Glücksrad ist es eigentlich ziemlich gut, da mit seinen Pilzen auszukommen. Und wenn nicht, dann gibt es hier mal einen Backstage-Pass. Nehme ich hier mit fürs WC. Ja. Was kostet die Welt? Wir wollen ja das WC pushen. Das war ein Ring, den ich da mitgenommen habe. Den lasse ich jetzt drin. Der interessiert mich nicht. Ich brauche ein Schmuckstück und Hals. Dann war das vorhin gar nicht so schlecht, dass ich den nicht mitgenommen habe. Wieder ein Lebenstrank. 18.02. Hervorragend. Ja, und Blättern ist halt ziemlich schwer auch zu kommentieren. Das muss ich mir selber immer lassen. Aber ihr könnt mir ja sagen, wie ist euer Blättern gewesen? Habt ihr geblättert oder dachtet ihr euch, Weihnachten, da muss ich Geschenke für meine Familie kaufen? Da bleibt nicht viel Geld für Shakes und Fidget übrig. Ah, könnte jetzt mal... Ah ja, Tränke sind nicht so wichtig, wie gesagt. Und ja... Mal gucken, wie ich das dann auf dem TV2-Projekt spielen werde. Ob ich da Epic Events überhaupt spielen werde oder wirklich einmal 100 Euro bezahle und nur 300 Alu spiele. Und dann mit 3600 Pilzen so lange überlebe, wie geht. Weil Epic Events, das ist ja nur so ein Ding. Das muss man nicht spielen, wenn man nicht auf dem Server top spielen. Also später irgendwann top spielen, aber am Anfang halt nicht. Also meine Epic-Rate ist ziemlich beschissen, würde ich mal sagen. Zumindest nützliche Epics. Ich hoffe, wir haben da im Waffenladen mehr Glück. Aber die Lebenstrank ohne Pilzerate ist dafür umso besser. Wir sind jetzt schon bald im März.
sehr viele Lebenstränke, aber lieber Zauberladen. Ich bräuchte Epics. Nur zwei. Es sind eigentlich nur zwei Epics in zwei Slots. Oder zwei Epics in jeweils einem Slot. Und dann ist der Zauberladen ja auch schon ziemlich schnell vorbei. Ja, so ein Glücksding hier, das brauchen wir nicht. Das will ich auch nicht fürs Klo mitnehmen. Die Pilze werden nämlich schon. Oder ich sehe das alles vielleicht ein bisschen zu eng, weil ich. Die Pilze schwinden halt schnell, nicht wahr? Aber wofür gibt man die denn sonst aktuell? In meinem Levelbereich gibt man die für nichts anderes aus. Hier ist ein Sack voller Präsente, 334 alle Attribute. Kann dann auch. Habe ich jetzt. Oh nein! Ja, nur Weihnachts-Epics auch, ne? Also die Rate ist, haben die wohl zu damals relativ hochgeschraubt. Aber ich hätte eigentlich gerne drei Attribute. Also perfekt soll der Teamie schon ausgerüstet werden hier. Es ist jetzt egal, wenn nicht auf jedem ein Sockelplatz ist. Ja, den brauche ich auch nicht. Ich brauche Dreier-Attributs-Items. Und da das ja hier ein Zweiteiler werden soll, will ich jetzt auch nicht zurück in den Waffenladen wechseln. Ach, das ist doch alles doof. Tränke gibt es dafür zuhäuf. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, wie lange die halten werden hier. Bis wie lange. Ja, aber ein Epic für nur Gold, das nehme ich auch gerne mit. Hat da vielleicht irgendein Turm Hals. Ah ne, das geht ja hier hin. Schmuck auch nicht. Ja, dann wird da einfach mal was reingesockelt in diesen Ring. Machen wir erstmal hier den kleinen Edelstein, weil ich noch nicht weiß, ob der das der beste ist. Wobei ich mich jetzt auch gar nicht mehr dafür interessiere, ob der nächste irgendwie besser wird. Jetzt werde ich gerade angerufen, da kann ich aber leider nicht reingehen, weil ich hier gerade mich in einem Video befinde. So, ich tue mal mein Handy weg. Ist auch nicht ein wichtiger Anruf. Ich glaube, das ist noch viel schlimmer, wenn ich es weg tue. Das müssen wir jetzt einfach mal ganz kurz ignorieren. Wo kann man das denn echt tun zwischen meine Beine? So. Dann vibriert jetzt etwas zwischen meinen Beinen. Das ist auch nicht so schlimm. Ich hätte aber, was jetzt schlimm ist, dass ich keine Epics finde in den Slots, wo ich sie brauche. Ah, oh, Mann. Ah, endlich. Dankeschön. Den Hals wollen wir haben. Dann fehlt nur noch ein Schmuckstück. Ein Accessoire, wie auch immer man das nennen möchte. Viele Lebenstränke. Aber es ist nicht mehr schlimm, wenn die mit Pilzen kommen. Denn, ja. Bitte noch ein Schmuckstück mit drei Attributen, damit der Timmy hier schon mal ausgerüstet ist. Ein Hals, den will ich nicht haben. Und noch ein Trank. Tränke zu häufig. Also das Geld, was ich angespart habe, war auf jeden Fall genug. Da muss ich mir gar keine Angst machen. Wobei ich nicht weiß, wie teuer die Epics dann im Waffenladen werden. Hier noch ein Item. So. Würde dann sich jetzt doch mal ein Schmuck-Epic entbehren, da zu kommen. Das würde ich sehr. Um mein Pilzkonto würde das auch sehr erfreuen. Ich meine, wir haben jetzt 500 Pilze hier verblättert und dann muss man dann. Ja, wobei, im Endeffekt war es ja doch ganz okay. Ich habe ja sehr viel fürs Klo gekauft. Aber normalerweise würde ich das ja nicht machen, aber ich will ja ein bisschen vorsorgen. Der Server soll ja auch weiterhin stark bleiben. Oh, ein Rauschebart. Der Rauschebart, der bleibt im Laden. So, Tränke werden auf jeden Fall lange halten. Ein Schmuckteil bitte, 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 bitte. Alle. Jetzt werde ich schon wieder angerufen. Nee, das war WhatsApp. Puh. Also ich hätte jetzt nicht. Also das hat mich ein bisschen auch gerade aus der Konzentration gebracht hier.
Ich denke, das kennt jeder, wenn er gerade sich auch, oder wenn man sich schon allein unterhält und ich quasi unterhalte mich ja auch mit euch, dann und dann jemand anruft, dann verliert man plötzlich alle seine Konzentration. Das ist schlimm, ist das. So, das hier. Ein Schmuckstück. Bitte. Och Gott, ist das fatal hier. Jetzt kam auch länger mal wieder gar nichts. Und dann, jetzt kommt gleich wieder ein Glücksepic. Also ich glaube, Zauberlein ist echt sogar schwieriger als alle anderen Läden, kann das sein? Alle anderen, es gibt ja nur noch einen anderen. Ach Gottchen. Ist das Epic Event überhaupt angeschaltet? Ich möchte da ganz kurz. Ja, das hilft mir wenig. Das brauche ich jetzt nicht. 900. Dankeschön. Top. Das ist schon mal gut. Das heißt, 402. Die Sockel werden sowieso nochmal ausgetauscht hier. Oder zumindest die schlechten Sockel. Dann wird der hier eingesetzt. Der wird hier eingesetzt. Und ja. Das war unsere Ausbeute. Wir sind bei 933 Pilzen. Und jetzt versuche ich mit so wenig Pilzen wie möglich natürlich aus dem Waffenladen zu gehen. Aber das seht ihr im nächsten Part des Epic Events. Schöne Bescherung. Bis dann, Leute. Ciao.